Thorsten, 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Hallo Thorsten. Ja, mein Thema ist, ich lebe auf Staatskosten, arbeite nebenbei und fühle mich auch gut dabei. Ah, als Schmarotzer. Wenn man das so bezeichnen möchte. Ich bezeichne das gleich sofort so, ja. Ja. Kann ich nicht widersprechen. Ja, also du lebst auf Staatskosten, das heißt, du kriegst Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Richtig. In der Höhe von? 950 Euro. 950 Euro? Ja. Ist schon nicht schlecht Geld, ne? Das ist sehr gutes Geld, wenn ich da überlege, dass andere Menschen dafür einen ganzen Monat arbeiten. Einen ganzen Monat, 8 Stunden vielleicht an der Kasse sitzen oder am Fließband stehen oder weiß ich was. Richtig. Wie lange kriegst du das schon? Seit ungefähr einem Jahr. Seit einem Jahr. Was hast du vorher gearbeitet? Ich war vorher selbstständig. Ja. Bin damit in Konkurs gegangen. Ja, was hast du gemacht? Ich war im Marketingbereich tätig. Und aufgrund der wirtschaftlichen Lage halt leider Konkurs anmelden müssen. Auch mit einem, ja, ich sag mal nicht unerheblichen Berg an Schulden. Ja. Der daraus für mich resultiert ist. Ja. So, und dann musste ich mich eben aufgrund der wirtschaftlichen Situation um Sozialhilfe bemühen. Ja. Hab's auch bewilligt bekommen und arbeite seitdem oder seit der Bewilligung auch nebenbei her. So, um die Begrifflichkeit nochmal klar zu kriegen. Sozialhilfe, Arbeitslosengeld. Was ist es jetzt? Also ich bekomme Arbeitslosengeld und unterstützend Sozialhilfe. Ach so, und da kommst du auf die Summe von 900 Euro. Richtig, das sind 50 Euro. So, jetzt das Interessante. Du sagst, dass du auch nebenher noch schwarz arbeitest. Genau. Wie viel verdienst du da? Ja, das ist umsatzabhängig. Das beträgt im Monat, ich sag mal, im Durchschnitt 2.500 Euro. 2.500 Euro? Ja. Verdienst du nebenher schwarz? Richtig. Was du dem Finanzamt, dem Sozialamt, dem Arbeitsamt nicht angibst? Weder dem Sozialamt noch dem Arbeitsamt und natürlich auch nicht der Steuerbehörde. Wie verdienst du das? Das wird bar ausgezahlt im Bereich von Marketing, also im Prinzip das, was ich vorher auch selbstständig gemacht habe. Ja. Jetzt garantiere ich dir, dass Tausende von Menschen so einen Hals haben. Das kann ich auch voll und ganz verstehen. Und unter diesen Tausenden befindet sich auch ein gewisser Jürgen Domian. Das kann ich auch verstehen, Jürgen. Der sagt, scheiße, sowas zu machen. Ja, habe ich auch vollstes Verständnis. Und die Argumente, du scheinst ja ein heller Kopf zu sein, die Argumente muss ich dir gar nicht jetzt um die Ohren hauen. Nein. Warum machst du es denn dann? Du könntest doch sagen, okay, ich verzichte und lebe von den 2000 Euro, die ich verdiene. Das ist richtig, Jürgen. Kann ich dich und auch die ganzen anderen Menschen, die jetzt genauso argumentieren würden wie du, kann ich voll und ganz verstehen. Hätte ich vor einem Jahr auch genauso gemacht oder hab's auch vor einem Jahr genauso gemacht. Ja. Aber es ist in mir irgendwo ein Wandel gekommen. Ein Wandel in der Form, dass ich mich A, von den Politikern etwas über den Tisch gezogen fühle. Ja, aber so ziehst du nicht die Politiker über den Tisch, sondern uns alle, die wir arbeiten gehen. Natürlich. Und vor allen Dingen die Leute, ich will mich da gar nicht mit einbeziehen, weil ich einen luxuriöseren Job hier habe. Die Leute, die wirklich hart für paar Mark 50 arbeiten, die ziehst du über den Tisch. Und die belastest du damit, weil die finanzieren dich genauso mit wie viele andere, die genauso aussehen wie du. Stimme ich dir auch vollkommen zu. Nur das deutsche Gesetz lässt es ja letztendlich zu. Ja, das finde ich nicht, auch sehr schlimm. Dass ich schwarz nebenbei arbeite, das lässt das Gesetz natürlich nicht zu. Ja. Aber die ganzen Sozialleistungen, die mir zustehen, die machen es mir doch so lukrativ, dass ich sag mal, selbst wenn ich nicht nebenbei arbeiten gehen würde, gut, allein die Gesamtleistungen, die ich bekomme, ja, die machen es mir doch gar nicht lukrativ, arbeiten gehen zu wollen. Ich weiß. Das ist ein politisches Thema und da rennst du bei mir wirklich Türen ein und da bin ich dann manchmal auch alles andere als ein Sozialdemokrat, weil ich da finde, dass man da auch viel, viel rigoroser und härter durchgreifen müsste. Weil ich hier Sachen schon gehört habe in dieser Sendung, wo wirklich wie die Fußnägel sich rumrollen. Aber das ist ja nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist ja, dass du unseren Staat auch noch betrügst, indem du eben schwarz arbeitest und zu viel Geld absahnst. Und dahin geht jetzt auch meine Kritik. Warum verzichtest du nicht auf die anderen Sachen und sagst, okay, ich verdiene mein Geld so und habe aber für mich ein reines Gewissen? Das kann ich dir sagen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich mich von den deutschen Politikern eigentlich über den Tisch gezogen fühle und verarscht fühle. So, jetzt wiederholt sich unser Gespräch. Das hast du gerade. Das will ich dir gerne erklären. Ja.
schau dir mal damals die Sache mit Dr. Helmut Kohl an. Nee, jetzt lass uns mal gar nicht so weit ausholen. Da hast du natürlich völlig recht. Aber wenn wir so anfangen zu argumentieren, dann wurstelt sich jeder so sein eigenes persönliches Rechtsverständnis hin, nur weil es irgendwelche Leute gibt, die schlechte Vorbilder sind. Da müssen wir auch nicht drüber reden. Wir müssen über Kohl auch gar nicht reden. Finde ich auch ganz schlimm, dass dieser Mann nicht so bestraft worden ist, wie er eigentlich hätte bestraft werden müssen. Aber das darf doch kein Vorbild sein, es genauso zu machen im Kleinen. Man muss doch einen Solidaritätsgedanken haben, ja, in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft. Gut. Und da muss man selbst als gutes Beispiel vorangehen. Jürgen, ich will nicht im Kleinkram rumreden, aber nehmen wir doch einfach mal Bonusmeilen. Mhm. Da hat doch der Politiker uns, dem Steuerzahler, beschissen. Hör mal, du kommst ja immer mit dem Politiker an. Ja, aber natürlich. Was du machst, damit schadest du keinem Politiker. Nein, damit schadest du der Masse des Volkes und der Masse der Kleinverdiener. Die bedrängst du damit, denen schadest du. Und das kritisiere ich an dir. Ich schade den Einzelnen nicht. Natürlich schadest du den Einzelnen, weil du... letztendlich der wirklich hilfebedürftig ist, der kriegt genauso seinen Rechtsanspruch durchgesetzt. Warum sind denn die ganzen Nebenabgaben so enorm hoch mittlerweile? Weil die Ausgaben so hoch sind. Warum sind sie so hoch? Weil es eben eine ganze Menge Schmarotzer gibt wie dich, die Kosten in die Sozialausgaben in die Höhe treiben. Wenn man damit mit hartem Kamm mal durchkämmen würde, würden da so viele rausfallen. Und ich bin ja auch dafür, dass die wirklich Bedürftigen gefördert werden, aber nicht Leute wie du. Das sind fast 1000 Euro, die du dem Staat, uns allen, ich sag's nochmal, kostest. Stimme ich dir auch vollkommen zu, will ich auch gar nicht widersprechen, Jürgen. So, und dafür zahlt jeder so und so viel Promille von seinem Lohn, zahlt dafür. Und das kritisiere ich. Das zahlt nicht Herr Möllemann, Herr Kohl oder weiß ich wer, wen du alles ansprichst. Leider nicht. Nee, aber das zahlt die kleine Kassiererin im Supermarkt oder die Arzthelferin oder der Fabrikarbeiter. Ja, natürlich, die zahlt circa einen Pfennig auch. So, und du siehst das alles so ein und machst es trotzdem. Ja, natürlich. Warum? Weil einfach, also ich kenne die offiziellen Zahlen nicht, gibt es auch gar nicht. Aber ich sag mal, von den 100%, die wirklich sozialhilfebedürftig sind, gibt es eine Prozentzahl X, die es gar nicht bräuchten. So wie du. So wie ich, keine Frage. Mhm. Und dieser Prozentsatz ist mit Sicherheit so hoch, dass der Anteil derer, die wirklich sozialhilfebedürftig sind, ein ganz geringer Prozentteil sind. Das heißt, die Mehrzahl der deutschen Bürger zocken doch den Staat ab. Also, ich will dir, ich sage es das nochmal, auch wenn viele den Staat abzocken, ist das, finde ich, unverantwortlich, dass man sich dieses schlechte Beispiel als Vorbild nimmt. Weil wenn man so argumentiert und letztendlich auch so diskutiert, führt das alles in völligen Abgrund und in endlose Schuldenberge. Ich finde, dass man immer ein Modell haben muss, wo man sich korrekt verhält und auch vorbildlich den anderen gegenüber dasteht. Und das tust du nicht. Und das kritisiere ich wirklich massiv an dir. Und finde es auch wirklich völlig, völlig beschissen unternehmen. Habe da auch überhaupt kein Verständnis für. Du bringst immer irgendwelche Leute ins Spiel, die auch sich schlecht verhalten. Aber das ist für mich kein Argument, es selbst auch zu tun. Wo kommen wir denn da hin? Stimme ich dir zu. So, und jetzt hoffe ich nur, dass man dir auf die Schliche kommt. Weißt du das? Aber wirklich. Kann ich verstehen, dass du so denkst. Ja. Und dass man dir auf die Schliche kommt und dass du es vielleicht auch kapierst. Und du scheinst ja bist ja ein erfahrener Geschäftsmann wahrscheinlich und dass du wirklich wieder alleine auf die Beine kommst und das vielleicht irgendwann auch einsiehst. Das mit Sicherheit habe ich auch keine Probleme mit. Nur, ich sag mal, an meinem Beispiel möchte ich auch irgendwo aufzeigen, für mich vielleicht auch selber, dass es völlig einfach ist, den deutschen Staat von vorne bis hinten zu bescheißen. Mhm. So, das ist natürlich eine tolle Leistung, das aufzuzeigen. Aber damit, nee, das reicht ja nicht. Das wäre toll, wenn du jetzt gesagt hättest, pass auf, Dummel, ich habe das jetzt so und so und so eine Weile gemacht. Ich will das mal öffentlich machen, so kann man es machen. Aber ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich auf diesem miesen Weg nicht weitergehe. Dann hätte ich Respekt vor dir. Aber was tust du denn? Du wirst es ja weiterlaufen lassen. Da stimme ich dir zu. Du sitzt wie die Made im Speck. So, ich hoffe, dass es aufliegt, sage ich dir ganz offen, was deinen persönlichen Fall anbelangt.
Und ich hoffe letztendlich, was die politische Entwicklung anbelangt, dass man noch viel härter solche Leute sucht, wie du es bist. Und auch, wie ich das vorhin ausgedrückt habe, mit einem härteren Kamm mal die ganze Sozialhilfe durchkämmt. Würde ich mir persönlich wünschen. So. Kann ich also deine Worte da völlig nur unterstreichen. Ja. Nur dann bitte schön nicht nur am Manne im Volke, ja, sondern du wirst dann immer, auch bitte bei den Politikern. Gut. Und du wirst immer wieder ein schwarzes Schaf finden, so bist du drauf, so habe ich dich jetzt kennengelernt, dann wirst du sagen, aber der macht das ja auch, also kann ich es auch. Aber das ist nicht meine Auffassung von Leben in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft. So, jetzt haben wir unsere Argumente, glaube ich, ausgetauscht. Jetzt verabschieden wir uns. Jo. Okay, auf Wiederhören. Wünsche trotzdem noch einen schönen Abend. Ich danke vielmals, auf Wiederhören. Tschüss.